Der Fall Curveball. Ein lügnerischer irakischer Asylbewerber in Deutschland löste den Irakkrieg aus. Schluss mit den Begriffen wie Konspirationsspinner und ähnlichem. Schon am 28.08.2011 berichtete die Welt über diesen Skandal. Erst jetzt jedoch wurde bei dw.de eine Reportage über den irakischen Märchenerzähler Rafet al-Janabi gesendet, der wohl der Hauptgrund für den Irakkrieg war. Das Video zu diesem Thema findet ihr übrigens, wenn ihr bei YouTube die Wörter "die Lügen vom Dienst" eingebt. Schon zu Beginn des Irakkrieges habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich an eine Verschwörung von Seiten der US-Regierung glaubte und alles entsprach der Wahrheit. Weder Massenvernichtungswaffen noch Terroristen im Irak. Alles US-Regierungsschwindel. Genau wie bei allen anderen Konspirationsthemen. Die US-Regierungen lügen uns die Hucke voll und das dumme Volk glaubt diesen ganzen Mist dann auch noch. Diese Tatsache würde auch die unglaublich scharfen Kritiken an den WikiLeaks-Veröffentlichungen erklären. Warum sollten sonst Jungfer Hillary Clinton und andere amerikanische Politiker so fanatisch darauf verpicht sein, Julian Assange in ihre Hände zu bekommen? Meine Vermutung? Weil alle diese Herrschaften noch viel mehr Dreck am Stecken haben und nicht möchten, dass diese auch noch im Internet veröffentlicht werden. Wenn ein Ex-Präsidentschaftskandidat wie Mike Huckabee für Assange die Todesstrafe fordert, nur weil er die Wahrheit über die Machenschaften der Yankees für alle Welt im Internet zugänglich gemacht hat, erahnen wir, was die aktuellen Ami-Politiker von der Wahrheit halten. Man erinnere sich, es waren die Amis, die damals darauf bestanden, dass im Gebäude der Vereinten Nationen in New York nicht spioniert werden darf. Und nun ratet mal, wer diese Regel erst kürzlich gebrochen hat. Unsere allseits geliebte Jungfer Hillary. Nachzulesen übrigens bei Wikipedia. Als Mensch blind zu sein, stelle ich mir als ein schweres Schicksal vor. Jedoch mit zwei gesunden Augen blind zu sein, ist das schwere Los für diejenigen Leute, die Verschwörungsthemen einfach ignorieren oder absichtlich nicht sehen wollen. Mir können diese Menschen nur leid tun. So viel zum Thema Konspirationsthemen. Die nackte Wahrheit. Nichts, aber auch gar nichts ist wahr. Immer schön kritisch bleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.